Ja, das fangen wir von hinten an. Im zweiten Film. Weil erstens ist der Strom ausgegangen, haben wir wieder eine neue Batterie nicht da. Das ist jetzt Zinkwünsche her. Und das kann ich nicht mehr aufmachen. Da haben wir drin gesessen, da haben wir hinten rausgeschaut. Wir freundlich in Burma. Haben wir gegangen, die anderen Leute, die anderen Autos, die hinter uns gefahren sind. Da schon her. Mein, dieses Auto, das macht man nicht mehr einen kurzen Film. Da haben wir hinten rausgeschaut. Da ist der Motor drin schon her. Was gut, 25 besser, glaube ich. Ich weiß selber nicht mehr. Und so ist der Deckel aufgegangen schon her. Das ist ein Wahnsinn. Das zu, haben wir einen Deckel aufgemacht. Zu erklären habe ich nochmal ganz kurz das. Heißt, und da steht der BMW. Das war das zweite Auto vom Opa, aber in weiß. Da schauen wir her, da ist der Opa gesetzt. Das habe ich dir schon gezeigt. Der ist schon da. Der schwarze Hebel da. Der da. Da hat er geschalten. Rückwärtsgang hat er auch gehabt. Und das Lenkerradl, meine. Da haben wir gar nicht fahren dürfen. Und wo ist ein Brems? Da ist Brems, Kupplung und Gas. Ja, wie jetzt? Ein Bremskraftverstärker. Ist auch drin. Schau, alles gehabt. 25 PS. Oh, das muss ich. Da schau her. Die haben es. Zündab 250er Hersteller. Mehr ein Foto machen, gell? Das haben sie gar nicht gescheit hinter. Zylinder, Türzylinder haben sie schon gehabt. Dass die auf einen elektrischen Motor. Nein, den haben wir drei müssen. Der war nicht elektrisch. Den haben wir so drin. So drin und dann ist es gegangen. Gut. Eine super Sache, gell? Und ich mache bei dir zu. Rosenheimer Nummer hat er Zünder. Bernus, Baujahr, das weiß ich jetzt nicht mehr. Gut. Und die ganze Halle für alte Autos, die wo nach dem Krieg waren, und die hintere Halle, wo vor dem Krieg waren, vor dem Hitlerkrieg. Okay. Das war ein Erlebnis pur. Ach, Schatz, hat der nicht gut aus. Ein flotter Käfer, gell. Da haben wir mitgefunden. Ein 250 Kubik-Sieger. Das habe ich jetzt nicht mehr gewusst. Servus. 7. Oktober 2021 und in Ammerang bei Wasserburg. Servus, mir ist ein Opa aufgeschickt über den Satelliten, über den Astra, wenn ich draußen bin und habe Satellitenverbindung. Schicke ich gleich auf, an den Himmel. Da sitzt er drum und watscht, gell? Servus.